Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir erneut über die nationalsozialistische SA, dieses Mal im Teil 4 über die Zeit nach 1934, nach dem gescheiterten Röhmputsch. Los geht's! Werfen wir zunächst einen Blick zurück. Im Jahr 1933 wurde Adolf Hitler der neue Reichskanzler des Deutschen Reiches. Mit Hitlers Machtübernahme stieg natürlich auch die SA als eine nationalsozialistische Organisation im nun beginnenden NS-Staat auf und konnte sich eine Position auf der Gewinnerseite sichern. Doch tatsächlich fühlten sich viele SA-Mitglieder nach der Machtübernahme Hitlers nicht als Sieger, denn man sah die eigene Zukunft durch diese Entwicklung sehr gefährdet. Denn die Legitimation der SA hatte über Jahre daraus bestanden, dass Adolf Hitler sie für seine Machtpläne brauchte. Doch nun war Hitler an der Spitze des Staates angekommen, war Reichskanzler geworden und damit hatte er Zugriff auf offizielle staatliche Organe wie Polizei, Reichswehr und so weiter. Und damit drohte die SA aus ihrer eigenen Sicht möglicherweise mittelfristig nicht mehr benötigt zu werden. Und damit stand die gesamte Zukunft dieser stolzen Organisation in Frage. Zudem hatte die ganze Art der Machtergreifung, wie Hitler sie vorgesehen hatte, in der SA über die Jahre für viel Unruhe gesorgt. Denn Adolf Hitler hatte spätestens seit dem gescheiterten Hitlerputsch von 1923 begriffen, dass man einen gewaltsamen Umsturz der Weimarer Demokratie nicht erreichen konnte. Also hatte er sich dazu entschlossen, lieber stattdessen die NSDAP zu einer regierungsfähigen Partei umzubauen und vor allem zu einer wählbaren Partei, die weniger durch Radikalismus auffallen sollte, als vielmehr dadurch, dass man der Bevölkerung ein Angebot machte, dass man den Staat besser regieren könnte. Doch damit war natürlich die SA überhaupt nicht einverstanden, denn viele SA-Mitglieder sahen sich als Revolutionäre, die den Staat in einer Art Putsch davonfegen wollten. Aber man wollte doch nicht jetzt plötzlich brav werden und versuchen, in Wahlen die Macht zu ergreifen. Das widersprach dem revolutionären Charakter und dem revolutionären Verständnis dieser Gruppierung. Doch schlussendlich, so zeigte die Geschichte, setzte sich Adolf Hitler mit seinem Kurs durch, nämlich die NSDAP zu einer wählbaren Partei auszubauen, und die Wahlergebnisse seit 1930 bis 1933 gaben ihm dabei recht, denn die NSDAP wurde in den Wahlumfragen und schließlich dann auch bei den Wahlen selbst immer stärker und konnte damit schlussendlich die Macht im Staat übernehmen, auch weil Reichspräsident Hindenburg offenbar keine andere Möglichkeit mehr sah, ohne die Nationalsozialisten eine politische Stabilität herzustellen. Doch auch nach 1933 blieb die SA für Adolf Hitler ein zunehmender Unruheherd. Hitler hatte bereits 1931 den alten SA-Chef abgelöst und durch seinen langjährigen Weggefährten und Vertrauten Ernst Röhm ersetzt und hatte sich dadurch gehofft, dass man wieder Ruhe in die ganze SA hineinkommen würde. Das stellte sich allerdings als eine Illusion heraus, denn die sogenannte Stennis-Revolte vor allem hatte gezeigt, dass die SA eigene Ziele verfolgte. Und diese Ziele konnten auf Dauer für Hitler zu einem Problem werden, vor allem weil die SA ständig mit der Reichswehr und der SS konkurrierte und dadurch eben auch Streitigkeiten innerhalb verschiedener Organisationen und staatlicher Mächte ausbrachen. Und diese Streitigkeiten wiederum verursachten natürlich Unruhen und Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Und Unzufriedenheit in der Bevölkerung konnte man in den ersten Jahren des NS-Regimes nicht gebrauchen, denn die Macht war noch sehr dünn, man musste sie zunächst einmal konsolidieren und dafür brauchte man einigermaßen Ruhe im System. Die weiterhin anhaltende Unruhe in der SA nach 1931 verband Hitler direkt, ob nun berechtigt oder nicht, mit dem SA-Stabschef Ernst Röhm. Daher beschloss Hitler nun im Jahr 1934 unter Mithilfe von Reichswehr und SS Ernst Röhm und große Teile der SA-Stabsführung aus dem Weg zu räumen und danach eine genehmere SA-Führung sozusagen einzusetzen. Dieses Mordkomplott, denn etwas anderes war es nicht, ging in die Geschichte ein als sogenannter Röhmputsch oder Nacht der langen Messer.
Nach der Enthauptung der SA sozusagen, also dem Tod Ernst Röhms und führender SA-Mitglieder, stand die SA erneut vor einem Scherbenhaufen, denn man musste nun überlegen, wie ging es in dem neuen Staat weiter. Für viele SA-Mitglieder war dieser massive Eingriff in die eigene Organisation nicht nur etwas, was Wut hervorrief, sondern auch etwas, was Frust und Trauer hervorrief, denn man wusste natürlich nicht, was würde jetzt in den kommenden Monaten und Jahren passieren. Hatte die SA überhaupt noch eine Zukunft oder drohte sie jetzt in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden? Nicht wenige SA-Mitglieder standen auf dem Standpunkt, dass das NS-Regime und auch die Deutschen insgesamt im Grunde undankbar seien. Man hätte im Grunde vergessen, welche Bedeutung die SA für die Machtübernahme Hitlers überhaupt gehabt hatte. Ohne die SA wäre Hitler niemals Reichskanzler geworden, so die verbreitete Auffassung in der SA. Und ursprünglich hatte man genau aus diesem Grund gedacht, dass man mit der Machtübernahme im NS-Staat eine hervorgehobene Rolle in diesem neuen Staat bekommen würde. Nicht nur als Organisation, sondern auch jedes einzelne SA-Mitglied. Das bedeutet, man hoffte auf finanzielle Kompensation, man hoffte auf eine bessere soziale Stellung in der neuen Gesellschaft. Doch alle diese Dinge erfüllten sich schlussendlich, wenn überhaupt, nur für die höheren SA-Mitglieder, aber eben nicht für die breite Basis, die ja schlussendlich schon Millionen von Leuten umfasste. Auch nach dem erfolgten Röhmputsch im Jahr 1934 behielt Hitler weiterhin ein scharfes Auge auf die Entwicklungen innerhalb der SA. Die Gestapo sammelte fleißig Informationen über SA-Mitglieder und beobachtete genau die weitere Entwicklung. Doch vielfach notierte die Gestapo in diesem Zusammenhang, dass die meisten SA-Mitglieder, die man beobachtete, resigniert seien. Sie hätten im Grunde kaum noch ein Interesse daran, zur Arbeit zu gehen oder einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Nach 1934 folgten zunächst 3 Jahre, in denen die SA enorm am Schwimmen war, also auf gut Deutsch, wo man um die Zukunft der eigenen Organisation bangte. Das NS-Regime schien hier seiner eigenen Parteiunterorganisation der SA nicht mehr zu vertrauen. Man siebte erheblich in der SA Personal aus. Es wurden Sondergerichte eingesetzt, die sich damit beschäftigen sollten, vor allem die unruhigen Elemente sozusagen aus der SA herauszunehmen und damit auf Dauer eine wieder treue Parteiorganisation aus Hitlers Sicht zu etablieren. Der niedrige Stand, den die SA nun nach 1934 gesellschaftlich hatte, trug natürlich dazu bei, dass das gesellschaftliche Ansehen der SA weiter sank. Die SA war ohnehin im Vergleich zu SS und Reichswehr immer stärker als eine Prügeltruppe wahrgenommen worden und dieser Trend setzte sich auch nach 1934 fort. Denn viele SA-Mitglieder, enttäuscht über die Entwicklungen, versuchten nun ihren Unmut im Alkohol zu ertränken oder zogen mal wieder, wie in früheren Zeiten, vor allem in den 20er Jahren, als einfache Straßenschläger durch die Straßen, gingen in Kneipen und versuchten dort Schlägereien zu beginnen. Doch häufig hatte man selbst dabei Pech, denn viele der typischen Gegner, mit denen man sich früher auf der Straße geprügelt hatte, in den guten alten 20er Jahren sozusagen, vor allem also Kommunisten und Sozialisten, waren 1934 nicht mehr wirklich häufig anzutreffen, denn viele von ihnen saßen bereits in Konzentrationslagern, so gingen die SA sogar die Prügelknaben gewissermaßen aus. Der anhaltende Trend führte dazu, dass zwischen 1934 und 1938 jeder Zweite aus der SA austrat. Das bedeutet nicht, dass die Organisation plötzlich sehr klein gewesen wäre, denn man muss sich ja bewusst machen, sie hatte zuvor schon hunderttausende Mitglieder gehabt. Das bedeutet, selbst bei einer Halbierung war diese Organisation SA immer noch groß, auch wenn sie längst nicht mehr das zu bieten hatte, was sie vor 1934 hatte. Um die SA und das Ansehen der SA insgesamt zu stabilisieren bzw. wieder neu aufzurichten, hatte der neue SA-Stabschef, der durch Adolf Hitler eingesetzt worden war, nämlich Viktor Lutze, nun versucht, nach 1934 vor allem an die Identität und an den Kampfgeist der SA-Mitglieder zu appellieren. Man betonte in öffentlichen Reden vor SA-Mitgliedern immer wieder, dass die SA der eigentliche Vorkämpfer des NS-Regimes sei. Hier wären diejenigen, die im Grunde den neuen Staat begründet hätten und man könnte stolz darauf sein. Doch was hier gut klang in der Theorie, spiegelte sich in der Praxis nicht unbedingt wider. Denn wie gesagt, viele SA-Mitglieder litten immer noch Armut und sahen die ihnen zustehende neue Stellung im neuen System als nicht erfüllt an.
Tatsächlich hatte die NSDAP nach 1934 in den ersten Jahren auch überhaupt kein Interesse daran, die SA wieder grundlegend neu aufzubauen. Denn von einer Einheit, die hunderttausende Mann stark war und bewaffnet war, ging immer noch eine Gefahr für das NS-Regime aus. Insofern ging man nun dazu über, nach 1934 die SA in großen Teilen zu entwaffnen und beschäftigte sie im Grunde mit demütigenden Aufgaben aus SA-Sicht. Man wollte also im Grunde eine Art Beschäftigungstherapie über die SA verhängen, sodass diese Leute zwar noch irgendwie was zu tun hatten, aber das hatte nur noch seltenst etwas mit den Wehrsportübungen zu tun, die man in den früheren Zeiten abgeleistet hatte. In den früheren Zeiten war die SA ja vor allem durch Wehrsport aufgefallen, man war marschiert, man hatte Schießübungen gemacht und so weiter. Doch nun wurden SA-Mitglieder in großer Zahl für öffentliche Arbeiten abkommandiert, man schickte sie in die Wälder zum Bäume fällen und so weiter. Und damit versuchte man im Grunde städtische Verwaltungsaufgaben auf SA-Mitglieder umzuverteilen. Das führte natürlich zu einer weiteren Frustentwicklung und Resignation, die die SA sah sich in ihrer stolzen Tradition hier mehr als verletzt. Und je stärker man die SA aus den Wehrübungen und aus dem Militärischen sozusagen heraushielt, desto markanter wurde die Sprache innerhalb der SA. Denn viele SA-Mitglieder versuchten nun vor allem mit markigen Worten von der eigenen Degradierung abzulenken. Das bedeutet, wurden SA-Mitglieder zum Beispiel zum Geldsammeln bei der Winterhilfe abgestellt. Da nannte man das im SA-Sprachjargon nicht Winterhilfe, sondern eine Friedensexpedition. Und wenn SA-Mitglieder zu Weihnachtsfeiern gingen, dann war das natürlich auch nicht einfach nur eine Weihnachtsfeier, sondern dann war das ein Einsatz an vorderster Front sozusagen im SA-Jargon. Das bedeutet, je mehr man von der militärischen und paramilitärischen Identität weggehalten wurde und weggedrängt wurde, desto mehr versuchte man sich diese Identität über die eigene Sprache zu erhalten. Wie gesagt, trat zwischen 1934 und 1938 jeder Zweite aus der SA aus. Allerdings ändert das nichts daran, dass die SA sich bis in den Zweiten Weltkrieg hinein eine größere Anzahl an Mitgliedern hielt. Und das hatte schlicht und einfach damit zu tun, dass die Zukunft für viele SA-Leute außerhalb der SA noch weniger rosig aussah als innerhalb der SA. Denn in der SA tümmelten sich viele Leute, die über eine sehr geringe Ausbildung verfügten, häufig noch nicht mal Schulabschlüsse hatten und die auf dem normalen Arbeitsmarkt sozusagen außerhalb der SA eigentlich gar keine Chance hatten. Viele dieser Leute wurden im Grunde mit Hilfe der SA überhaupt in Arbeit vermittelt und daher war die SA für diese Leute überlebenswichtig, auch wenn man die eigentliche gesellschaftliche Stellung nicht erreicht hatte, die man sich gewünscht hatte. Doch außerhalb der SA, wie gesagt, war es noch problematischer. Daneben gab es aber auch selbst 1938 noch eine größere Zahl von SA-Mitgliedern, die tatsächlich noch an die Identität der eigenen Organisation und vor allem an die NS-Ideologie glaubten. Man kann also sagen, die SA sah sich als Vorkämpfer der NS-Ideologie, die SA verstand sich als der Bewahrer der reinen NS-Ideologie, wohingegen die anderen Organisationen, sogar die NSDAP selbst, diese Lehre im Grunde schon ein Stück weit verfälscht hätten, wohingegen in der SA immer noch die reine NS-Lehre sozusagen anzutreffen sei. Trotz des massiven Aufstiegs der SS, die schließlich von dem Niedergang der SA nach 1934 profitierte, war die SA auch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein immer noch die größte NS-Organisation mit Abstand. Man kann also sagen, ein SS-Staat, wie ein berühmtes Buch aus dem Jahr 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg suggerierte, war der NS-Staat nicht, sondern tatsächlich war der NS-Staat vielmehr ein SA-Staat, denn die Organisation SA war mit die größte Organisation im Staat und war vor allem im Altreich, also im eigentlichen Deutschen Reich, immer noch die Organisation, die man auf der Straße wahrnehmen. Man sah die Braunhemden überall auf der Straße, anders als SS-Mitglieder. In den Besatzungszonen auf der anderen Seite war es natürlich andersherum. Dort hatten SS, SD, Gestapo und so weiter eine wesentlich höhere Präsenz. Doch im Altreich, wie gesagt, war die SA immer noch das, was man in der Gesellschaft vom NS-Regime wahrnahm. Während SS und SD sowie die verschiedenen Polizeieinheiten, Gestapo etc. bis heute vor allem mit dem Völkermord und dem Besatzungsregime der Deutschen in Verbindung gebracht werden, so steht die SA bis heute repräsentativ für die Judenpogrome im Dritten Reich und das Leid, das die Juden innerhalb des Altreiches erlitten. Das bedeutet, bereits 1933 kamen ja die ersten Judenboykotte, die in erster Linie eben von der SA geleitet wurden. Wenn man sich die Bilder aus dieser Zeit anschaut, sieht man vor allem uniformierte SA-Mitglieder, auffällig durch ihre braunen Uniformen, die Juden schikaniert haben, Leute daran gehindert haben, jüdische Geschäfte zu betreten und so weiter.
Ein Höhepunkt der Diskriminierung, bei dem auch die SA eine wichtige Rolle spielte, war die sogenannte Reichspogromnacht im November 1938, die bis dahin größte Ausschreitung gegen Juden in Deutschland, die zudem staatlich organisiert war in gewisser Weise. Das harsche Vorgehen vor allem gegen Juden nach 1934 war natürlich auch damit zu erklären, dass die ursprünglichen natürlichen Feinde sozusagen der SA immer mehr, wie gesagt, aus dem öffentlichen Leben verschwunden waren. Kommunisten und Sozialisten saßen häufig in Konzentrationslager, Sozialdemokraten waren weniger anzutreffen und damit blieb im Grunde nur noch das jüdische Feindbild für die SA-Mitglieder übrig, auf das man sich jetzt umso mehr fokussierte. Bei den massiven und gewaltsamen Übergriffen gegenüber Juden spielte in der SA natürlich ein gewisser Sadismus immer eine Rolle. Doch es ging dabei nicht nur um Sadismus, sondern teilweise auch um ein überzogenes Männerbild, also die Idee, dass der Mann durch das Ausleben von Gewalt und das Durchsetzen seiner Ziele im Grunde erst als Mann zu definieren sei. Und diese Gewalt konnte man natürlich vor allem gegen schutzlose Opfer ausüben, vor allem gegen die jüdische Bevölkerung, die sich dagegen eben nicht wehren konnte. Das bedeutet, je schlechter es den Juden ging, desto besser fühlten sich natürlich die SA-Leute, denn man wertete das eigene Selbstbewusstsein dadurch auf, dass man die Juden systematisch erniedrigte. Die gewaltsamen Übergriffe der SA gegenüber Juden waren vielfältig und längst nicht nur auf Männer konzentriert, wie man sich heute vorstellen mag. Wie gesagt, spielte natürlich das Männerbild in der SA eine große Rolle. Das bedeutete aber nicht, dass sich bei den öffentlichen Ausschreitungen nicht auch Frauen gegen Juden wandten. Auch Frauen schubsten Juden, traten auf Juden ein, die am Boden lagen. Selbst vor jüdischen Kindern wurde häufig kein Halt gemacht. Insofern kann man sich vorstellen, wie ausufernd die Gewalt teilweise war. Mit dem Anschluss im Jahr 1938, also der faktischen Annexion Österreichs, griff natürlich der Judenboykott und die antijüdische Gewalt auch auf Österreich über. Man hatte natürlich in den vorherigen Jahren, auch in den 20er Jahren in Österreich bereits Nationalsozialisten gehabt, die mit ihren deutschen Brüdern sozusagen in Kontakt standen. Das war also jetzt keine Neuheit in Österreich. Doch durch die Übernahme der Macht in Österreich durch die Deutschen wurde natürlich jetzt der Nationalsozialismus, der zuvor durch das österreichische Regime noch bekämpft wurde, jetzt auch in eine Machtposition geliftet. Und damit griff natürlich die Judengewalt in der Öffentlichkeit immer stärker über. Auch in Deutschland hatte sich nach 1938, nach der Reichspogromnacht, der Druck auf die Juden nochmals erhöht, was dazu führte, dass immer mehr Juden versuchten, eine Ausreise anzutreten, in Deutschland genauso wie in Österreich. Doch Ausreisen waren häufig mit großen Hindernissen verbunden, denn zum einen waren sie kostspielig und zum anderen brauchte man natürlich auch aufnahmewillige Länder, die bereit waren, Juden aufzunehmen. Um die zunächst noch freiwillige Ausreisung von Juden zu beschleunigen, wurden natürlich Juden immer weiter unter Druck gesetzt. Das bedeutet, man drohte den Juden, man sperrte teilweise viele von ihnen in Konzentrationslager, auch als Abschreckung für andere und erhoffte sich damit, eine Ausreisewelle anzuregen. Denn 1938 stand das NS-Regime noch auf dem Standpunkt, wenn die Juden freiwillig auswandern, dann löst sich unser Problem von allein. Doch mit Kriegsausbruch 1939 änderte sich das Ganze natürlich fundamental mit den bekannten Entwicklungen. Das Wüten der SA nach 1934, vor allem die ausufernde Gewalt gegen Juden, verunsicherte nicht selten auch die städtischen und lokalen Verwaltungen. Es gab eine ganze Reihe von unterschiedlichen Beschwerden gegen die SA und gegen das Auftreten der SA in der Öffentlichkeit. Doch dabei ging es zumeist nicht darum, irgendwie die jüdische Bevölkerung in Schutz zu nehmen, sondern es ging vielmehr darum, dass die öffentliche Verwaltung fürchtete, dass die SA sich über bestehende Regeln hinwegsetzen würde, sich also schlicht und einfach über die Polizei hinwegsetzen würde und über die örtlichen Bestimmungen und damit im Grunde Chaos verursachen würde. Doch das Schicksal der Juden interessierte hier im Grunde niemanden. Doch spätestens die Reichspogromnacht im November 1938 zeigte der jüdischen Bevölkerung, dass man mittelfristig in Deutschland keine Zukunft mehr hatte und dass es wohl besser wäre, eine Ausreise anzutreten. Doch wie gesagt, Ausreisen waren problematisch und auf der anderen Seite hatte man auch 1938 immer noch viele deutsche Juden, die letztlich an eine Zukunft in Deutschland glaubten und der Meinung waren, das NS-Regime müsste auch mal wieder verschwinden, könnte sich nicht dauerhaft halten. Doch die Zunahme der Gewalt seit 1939 im Zuge des ausbrechenden Zweiten Weltkrieges war wohl selbst für skeptische Juden kaum vorstellbar. Soviel erstmal bis hierhin in dieser kurzen Folge zur Geschichte der SA nach 1934. Ich fasse zusammen. 1934 stand die SA vor einem Scherbenhaufen. Im Zuge des Röhm-Putsches war die SA-Führung unter Ernst Röhm quasi enthauptet worden und damit stand das Schicksal der SA
in den Sternen. Die SA war eine stolze Organisation, die bereits seit den 1920er Jahren versucht hatte, die Regierung der Weimarer Republik mit einem Putsch zu stürzen. Doch Adolf Hitler hatte sich nach 1923, nach dem gescheiterten Hitlerputsch, dazu entschlossen, die Macht mit legalen Mitteln, mit politischen Mitteln zu übernehmen. Das hatte der SA nicht gepasst und hatte zu Reibereien zwischen der NSDAP und der SS auf der einen Seite sowie der SA auf der anderen Seite geführt. Nach 1934 war die SA natürlich jetzt in Hitlers Augen zunächst einmal eine Organisation, die gefährlich werden konnte. Man hatte jetzt zwar die SA entmachtet, doch natürlich war hier immer noch ein großes Sammelbecken von unzufriedenen Leuten, die mittelfristig wieder zu einer Gefahr werden konnten. Also versuchte man, die SA-Leute in gewisser Weise bei Laune zu halten und für öffentliche Arbeiten heranzuziehen. Doch viele SA-Mitglieder resignierten davor, man sah die eigene stolze paramilitärische Tradition in Gefahr und man sah, dass die eigene Organisation hier systematisch erniedrigt wurde. Das führte dazu, dass viele SA-Mitglieder die SA verließen. Zwischen 1934 und 1938 hatte man einen regelrechten Exodus. Dennoch blieb die SA noch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein die größte NS-Organisation, die sich vor allem mit ihrer Gewalt gegenüber Juden im Altreich hervortat. Das bedeutet, wo Gestapo, SS, Reichswehr und so weiter die Drecksarbeit in den Besatzungszonen machten, wurde die SA vor allem im Altreich aktiv und prägte das Straßenbild des NS-Staates noch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein. Insofern war das Dritte Reich in seiner Gesamtheit nie ein SS-Staat im eigentlichen Sinne, wie ein bekanntes Buch von 1946 behauptet, sondern vielmehr eigentlich ein SA-Staat, wenn es darum ging, wie die öffentliche Präsenz war. Der neue SA-Chef nach 1934, Lutze, versuchte natürlich, den Glauben der SA-Mitglieder an die Wichtigkeit der eigenen Organisation wachzuhalten. Doch die Praxis sprach eine andere Sprache. Viele SA-Mitglieder wurden nun für einfachste Aufgaben herangezogen, wurden von Wehrübungen und Waffeneinsatz ferngehalten. Damit sicherte sich Hitler und das NS-Regime natürlich gegenüber der SA ab und verhinderte einen möglichen Putsch der SA gegen das Regime. Auf der anderen Seite wurden natürlich viele SA-Mitglieder dadurch nochmals erniedrigt und resignierten häufig. Manche wurden aber auch schlicht und einfach nur wütend. Das änderte nichts daran, dass die SA an ihre stolze Tradition von vor 1934, ihre paramilitärische Tradition, nicht mehr anschließen konnte, sondern nach 1934 bis 1938 zunächst einmal eine Organisation im Wandel blieb, die sich mit dem Niedergang abfinden musste. Erst mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erlebte die SA nochmal einen Auftrieb, doch über die SA im Zweiten Weltkrieg reden wir dann in einer eigenen Folge. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!